Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag von eurem Papageienvogel Maxim. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid freudig erregt für eine neue Runde Adventskalender-Unboxings. Ich bin sehr gespannt, denn wir haben hier heute nicht nur 12 oder 5 oder 26 Türchen. Nein, wir haben einen ganzen 31-türigen Adventskalender von Maybelline für 70 Euro. Und wir schauen mal, was dieses Schätzchen so drauf hat. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche für euch besser wird. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann ihr dieses Video seht, aber ich drehe gerade hintereinander weg die Adventskalender-Videos und habe zwischendurch immer den Look einfach ein bisschen aufgebaut. Und ich mag es eigentlich ganz gern. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist ein bisschen mal was anderes, mal wieder ein bisschen bunter, mal ein bisschen wilder. Aber wir sind hier zum Beauty-Looks machen und nicht hier, um auszusehen, als würden wir gleich auf Klassenfahrt gehen. Freunde, der Maybelline Silvester Countdown 31 Tage Adventskalender hat 80 Euro gekostet und für 80 Euro erwarte ich Folgendes. Keine Doppelung zu dem 24-türigen Adventskalender. So wenig Filler-Produkte, wie es nur geht und viel Make-up. Wir sehen hier nämlich schon inklusive Sky High Cosmic Black Mascara. Da bin ich sehr gespannt, denn im letzten Adventskalender war eine Sky High Mascara in dieser limitierten rosé-goldenen Chrom-Verpackung. Ich hoffe, dass wir hier eine Chrom-Schwarze haben. Das Schöne an diesem Adventskalender ist, dass ihr ihn hinlegen könnt und aufstellen könnt und ihr dann hier so ein Empire State Building Look habt. Tatsache geht das Bild in den Kalender weiter, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist sehr, sehr hübsch gemacht. Ich lege ihn jetzt mal hier hin und nehme immer mal so ein Türchen aus. Es wird heute ein bisschen länger dauern. Ne? Ich probiere schon, die Adventskalender-Videos so kurz und kompakt, wie es geht, zu halten, damit ihr nicht so lange auf den Inhalt warten müsst. Aber wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt. Und gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr Freude daran habt, wenn ich probiere, euch euer Geld zu sparen. Wir starten einfach direkt mit dem ersten Türchen. Und wir haben ein weiter... Also wenn, da ist da nochmal so ein eigenes Päckchen drin. Da haben wir hier, wobei, okay, kann man gebrauchen, ein Pinselreinigungspad. Tatsache hebe ich mir den auf, weil ich habe keinen. Ist immer ganz praktisch. Kann man sich so ins Waschbecken ploppen und dann hält es und dann kann man die Pinsel damit sauber machen. Ich bin ehrlich, ich bin sehr faul. Ich packe meine Pinsel in einen Beutel und dann in die Waschmaschine. Handwäsche 20 Grad, aber ne, ab und zu, klar, platzt mal so ein bisschen bei einer auf. Nicht bei den Holzpinseln, bei den Plastikpinseln ist das okay. Habe ich nie gesagt. Okay, wir haben ein Pinselreinigungspad. Die Boxen sind übrigens auch wieder zu befüllen. Sie sind auch komplett durchgehend bedruckt, was recht teuer ist. Wir haben hier ein Color Sensational Lip Liner in so einem, ja, in einem recht hellen Nude-Ton. Ist eine ähnliche Farbe wie in dem anderen Kalender, allerdings nicht dasselbe Produkt. Das ist nämlich eine ganz, ganz andere Textur in so einem Holzpinsel. Sieht sehr spannend aus. Okay, da haben wir schon die erste Doppelung. Ist jetzt aber bei einer nicht schlimm. Wir haben hier wieder diesen Tattoo-Liner in diesem schönen Blauton. Wir haben einen weiteren Lip-Liner. Ähnlich von der Farbe her wie der Color Sensational Lip-Liner, aber nicht ganz. Der ist ein bisschen dunkler. Schauen wir mal. Okay, wir haben hier ein Micellenwasser, aber das Gelbe und nicht das Rosane, was okay ist. Garnier gehört ebenfalls zur L'Oreal-Gruppe. Völlig in Ordnung. Sowas darf immer mit drin sein. Das zähle ich nicht als Fillerprodukt dazu. Ganz, ganz wichtig. Ihr werdet, ne, mittlerweile wisst ihr, was ich als Fillerprodukt dazu zähle. Nagelsticker, Nagelfeilen. Oh, Nagelfeilen. Oder Zopfgummis. Kann ich in Beauty-Adventskalendern ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Wenn ich einen Zopfgummi brauchen würde, würde ich in eine Drogerie gehen und mir ein Bundle Zopfgummis für 2,50 Euro holen. Hab dann aber 100 Stück. Ist so verrückt, ne? 28 Türchen, es sieht so komisch aus, wenn ich hier dann so Zahlen sehe wie 28 oder 30. Aber da bin ich gespannt. Ich für mich weiß ja, in welchem Türchen was jetzt drin ist. Die 1 muss bei mir immer knallen, die 6 muss immer knallen. Bei mir persönlich die 14, weil ich da Geburtstag habe. In dem Fall die 24 und die 31. Also es gibt viele Produkte, wo was drin sein muss, wo ich sage, boah, mega nice. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ein Fillerprodukt. Also... das hat jetzt nichts mit dem Produkt spezifisch von Maybelline zu tun. Das ist etwas, was ich generell nicht verstehe. Das ist eine Eyeliner-Hilfe, eine Lidschatten- und Eyeliner-Hilfe. Das sind Pflaster. Das sind literally einfach Pflaster. Da steht nicht mal Maybelline drauf, sondern das... Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist einfach
Ein unbedrucktes Pflaster. Come on. Kann man ja benutzen, aber du kannst halt auch Tesafilm nehmen. Auch in diesem Kalender ist der Beauty Sponge mit drin. Der hat mir im letzten Adventskalender auch schon sehr, sehr gut gefallen, weil ich das nicht als Fillerprodukt zähle, sondern als etwas, was man regelmäßig benutzen kann. Deswegen ist das auf dem guten Stapel. Özlem macht das, glaube ich, mit den Stapeln. Ne? Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich habe hier leider noch nicht so viel Platz für Stapel. Oh, sehr schön. Wir haben wieder ein Cheekit. Diesmal aber in einer anderen Farbe. Und zwar die Farbe Rose Flash 20. Liebe ich sehr diese Produkte. Ganz, 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 ganz tolle Farbe. Tolles Produkt. Benutze ich sehr, 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 sehr gerne. Wir haben ein Super Stay. Oh, das ist natürlich eine spannende Sache, ne? Oh, lala. Gibt es das in der Drogerie? Ihr kennt doch die Super Stay. Produkte. Ich habe die jetzt nicht hier. Ich habe jetzt hier den Vinyl, trage ich gerade auch. Aber ihr kennt ja die Super Stay Lippenstifte, ne? Ist ja manchmal schwierig, den abzukriegen. Das ist ein Lippenstiftentferner. Das finde ich natürlich mal eine ganz gute Sache. Na, das finde ich gut. Weil sowas würde ich mir halt im Laden nicht kaufen. Aber wie oft sitze ich hier und probiere meinen Lippenstift abzukriegen, ohne dass meine Lippe mit ab ist? Dafür ist das eine gute Sache, muss ich sagen. Wir haben den ersten Nagellack. 40 Sekunden Express Finish Nagellack. Ich glaube, das ist so ein Schnelltrockner oder so. Okay, habe ich so auch noch nicht gesehen. Meistens sind es Topcoats in den Kalendern. Wir haben die erste Mascara, und zwar die Colossal Mascara. Ich finde, dass die Verpackung immer so ein bisschen irreführend ist, entweder bei denen oder bei den großen, je nachdem, wie man sehen will. Das ist nämlich die halbe Menge von der hier und sie ist natürlich deutlich, deutlich kleiner. Ne? Also es ist eine großartige Mascara. Maybelline kann Mascaren. Die habt ihr auch neulich bei mir gesehen. Ganz, 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 ganz toll. Auch hier freue ich mich sehr. Habe ich mich im letzten Kalender schon gefreut. Das ist so ein Creme-Monolidschatten. Diesmal in einem schönen Braun. On and on Bronze heißt die Farbe, glaube ich. Grandios. Also das ist etwas, auch das ist so ein Produkt. Ich persönlich würde es mir nicht kaufen. Ich weiß aber, dass viele sowas total gerne benutzen, weil wir Beauty-Content-Creator dürfen halt nicht vergessen, dass 99% der Leute, die unsere Videos schauen, nicht Beauty-Creatorinnen und Beauty-Creator sind. Ja. Ja, gib mir eine Minute. Ganz nach oben oder wo? Ich bin sofort wieder da. Pardon, wir sind gerade dabei, eine neue Badewanne zu kaufen. Und Danny wollte sie mir kurz zeigen, ob sie mir gefällt. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass die meisten Leute morgens verständlicherweise keine Zeit haben, eine halbe Cut-Crease zu ziehen oder den ganzen Look und ausblenden und dies und das und jenes. Dafür sind diese Creme-Lidschatten immer sehr, sehr gut. Ich mag die auch ganz gerne und das ist eine schöne Farbergänzung. Wir haben, da freue ich mich auch, weil die habe ich in der Mini-Größe Tatsache noch nicht, die Sky High Mascara in Mini ist perfekt für unterwegs. Ich schwöre auf kleine Mascaren. Ich finde, es sollte auch kleine Mascaren in der Drogerie geben, von Gesetzes wegen her, weil die meisten Leute ihre Mascara nicht oft genug austauschen. Sowas mag ich nicht. Also ich mag das Produkt total gerne. Das ist der Augenlöscher oder Instant Awake Löscher in der Farbe 01. Ist ja ein sehr begrenzter Bereich an Menschen, der ihn benutzen kann. Prinzipiell ein gutes Produkt, ist jetzt eher aber ein Flop, weil es einfach farbgebunden ist. Und sowas mag ich persönlich nicht. Es sei denn, hier ist jetzt noch einer in einer sehr, sehr dunklen Farbe drin. Wir haben, oh, eine Full-Size-Mascara. Die The Falsies Black Drama Mascara. Das ist so ein Klassiker, ne? Es gibt viele Klassiker-Produkte hier von Maybelline. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Maybelline gibt es ja auch schon ein paar Tage. Sehr, sehr spannend. Ja, wundervoll. Freue ich mich sehr. Wir haben auch hier einen Super Matte Ink Liquid Lipstick in der Farbe Pioneer 20. Tolles, tolles Produkt. Meiner Meinung nach eine der besten Liquid Lipsticks, die es in der Drogerie gibt. Und dann noch in der Farbe, die wirklich jeder und jede sollte einen roten Lippenstift zu Hause haben. Es steht wirklich, ich kenne niemanden, dem ein roter Lippenstift nicht steht. Probiert's aus. Dann braucht ihn, wenn ihr sagt, er passt euch nicht, habt ihr entweder das falsche Rot oder den falschen Lipliner dazu. Probiert mal einen dunklen Lipliner dazu aus. Oh, oh, toll, freue ich mich. Wir haben einen weiteren Color Tattoo Lidschatten, Creme-Lidschatten. Diesmal in der Farbe Infinite White. Kann man bestimmt auch super, super gut als Highlighter benutzen. Wir haben einen Lippenstift in der Farbe Nude Mocha. Wir haben einen Nagellack in der Farbe Nude Mocha. Wir haben ein recht schweres Türchen. Das kenne ich Tatsache gar nicht. Scheint auch aus der französischen Drogerie zu sein. Ein Augen-Make-up-Entferner.
Sehr, sehr spannend, weil das ist echt viel. Ne? Das sind 150 Milliliter. Finde ich ganz spannend. Kenne ich Tatsache noch nicht. Riecht sehr, sehr gut. Ja, okay. Ich muss dazu sagen, 31 Türchen voll zu kriegen, ist auch schon ein Kampf. Ne? Ist wirklich so. Wir haben einen Lip Liner in dem... Guck, genau das meinte ich. Hier, schau mal. Hier ist ein Lip Liner drin in der Farbe 540. Color Sensational. Gibt's die eigentlich? Ich muss mir mal die Maybelline Ticker genauer angucken. Hier, wenn du so ein Rot hast, dann nimmst du so einen dunkelroten, burgunderfarbenen Lip Liner dazu und hast was Perfektes. Wir haben eine Wimpernzange. Wimpernzange kann man eigentlich immer gut... Oh, schon kaputt. Das Gummi ist hier raus. Eine Wimpernzange kannst du immer gebrauchen. Ist so ein halbes Fillerprodukt. Ne? Aber bis jetzt ist hier kein einziges richtiges, klassisches Fillerprodukt dran. Wenn das ein Fillerprodukt ist, sage ich nichts. Solange nicht gleich noch Nagelsticker oder so kommen. Wir haben nämlich noch einige Türchen hier. Ein Klassiker, einen schwarzen Kajalstift. Die Lash Sensational Mascara in Mini. Kann man immer gut gebrauchen. Mag ich sehr gerne, die Mascara. Ich hole euch mal wieder ein Stückchen heran, dann könnt ihr das besser erkennen. Ein Fast Gel Nagellack in so einem nudigen Ton. Hat aber so ein paar Schimmerpartikel mit drin. Drei Nagellacke bei 31 Türchen ist okay. Kann man nicht sagen, aber es gibt noch ein paar Türchen hier. Das ist auch schon Danny. Das ist mir jetzt schon bei allen Adventskalendern aufgefallen. Ne? Das ist so die klassische Farbe. Es würde mich nicht wundern, würde hier gleich auch noch ein roter Nagellack antanzen. Oh, nee. Aber dafür haben wir noch einen Lippenstift. Ich glaube, der war in der anderen... im anderen Kalender auch drin, Rose Diamonds. Ich kenne die Tatsache selber nicht. Ich kenne von Maybelline wirklich immer nur diese viralen Produkte. 278, glaube ich, ja, der war in dem anderen auch schon drin. Ist eine schöne Farbe, zähle ich nicht als schlechtes Produkt. Kann man auf jeden Fall was Gutes mitmachen. Ich weiß, dass viele sich in dem letzten Adventskalender von Maybelline noch so einen Lidschatten gewünscht haben. Hätte ich mir jetzt vielleicht auch. Vielleicht kommt ja noch was. Ansonsten haben wir diese Creme-Lidschatten. Ne? Wir haben den eine Augenbrauen-Mascara. Da kann ich jetzt aber die Farbe nicht erkennen. Ist das eine Farbe? Nee, ist wieder in durchsichtig. Ist okay. Oh, da freue ich mich sehr. Ist ein Primer. Der war in dem anderen auch nicht drin. Der Baby Skin Pore Eraser Primer. In dem anderen war einer für Glowy Make-up drin. Jetzt haben wir hier einen matten drin. Auch spannend. Wir haben einen Pinsel mit drin. So einen Shader Brush. So einen flachen Shader Brush. Kann man immer gut gebrauchen. Wir haben... Oh, noch ein Primer. Ah, seht ihr? Aber guck mal. Na. Also jetzt haben wir hier einen für matten Look und noch einen für matten Look. Einmal den matten Poreless und den Baby Skin Pore Eraser. Da hätte man jetzt vielleicht den Glowy Primer mit reinmachen können, als kleine Größe oder so für unterwegs. Ist jetzt aber wirklich meckern auf hohem Niveau, ne? Also, und zu guter Letzt natürlich auch noch hier die Lash Sensational Sky High Mascara. Ich glaube, das ist jetzt keine Limited Edition. Ich glaube, die andere ist auch so in der Verpackung. Weiß ich jetzt nicht, ob mich das täuscht. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr viele Türchen. Und kommt halt jetzt so ein bisschen auf die Definition von Fillerprodukten mit an. Ne? Manche würden jetzt sagen, vielleicht der Pinsel ist ein Fillerprodukt oder der Beauty-Schwamm und die Wimpernzange. Ja, maximal, sagen wir mal, 3 Fillerprodukte plus 4 Nagellacke ist 7, 14, 21, 28. Also es ist nicht mal ein Viertel an Fillerprodukten mit drin. Und wir haben wirklich viel Auswahl an verschiedenen Produkten, die man, glaube ich, ganz gut benutzen kann. Ich bin froh, dass wir 2 von diesen Color Tattoo Gel Eyeshadows haben. Ich hätte mir vielleicht noch einen weiteren hiervon gewünscht, weil ich die persönlich sehr, sehr gerne mag. Oder vielleicht Tatsache wirklich einen Mono-Lidschatten. Ansonsten hat mir der, glaube ich, vom Umfang der Produkte... Wobei, nee, warte mal. Ah, ist so schwierig, ne? Weil der ist ja doch nochmal 30 Euro teurer als der andere. Hast halt auch wieder 5 Mascaren und ich würde dem auch 8 Punkte geben. Ne? Also so richtig umgehauen im Vergleich. Im Vergleich mit dem anderen, der 30 Euro günstiger ist, hat er mich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, ich lerne aber auch neue Produkte kennen. Habe ein paar verschiedene Mascaren für unterwegs, habe verschiedene Lippenprodukte mit dabei. Also ich glaube, man hat da schon eine gute Auswahl. Ich probiere ja auch eher euch den Inhalt zu zeigen, damit ihr euch eine Meinung bilden könnt. Ich würde sagen, 8 von 10 Punkten ist gerechtfertigt. 80 Euro ist auch absolut eine dicke Stange Geld, aber ne, es ist Maybelline und es ist nicht Essence. Für Essence hätte ich jetzt gesagt, ist ein bisschen viel, 80 Euro. Ansonsten, es hat mir Freude gemacht. Ich hätte jetzt auch keinen Tag gehabt dabei, wo ich gesagt habe, wirklich, das ist da mit drin, so wie bei Nagelstickern oder einer Nagelfeile. Da würde ich mich ärgern, da würde ich am liebsten wieder sofort ins Bett gehen. Deswegen keine richtigen Fillerprodukte. Hat mir Freude gemacht und ich hoffe, euch auch, ihr süßen Mäuse. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, dem Kanal ein Abo und wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss!